Ja, super. Vielen Dank, Frau Rosa, für die sehr passende Einführung, sehr umfänglich. Ich glaube, da ist alles bei. Es gibt noch ein anderes Projekt, zu dem wird Frau Novi nachher noch was erzählen. Auf dem basieren manche Sachen hier. Ich aber jetzt erstmal hier auch aus Oldenburg. Hallo und Grüße in die Runde, in vielleicht weiß ich nicht, unser schönes Bundesland oder vielleicht auch darüber hinaus. Wir selber sind jetzt zum Beispiel nicht im E-Kult, aber da ist die Uni klein genug, dass man mit den vielen Akteuren sich da auch austauscht und auch konkret im Vorfeld meiner Doktorarbeit habe ich da tatsächlich auch mit den Akteuren noch ein bisschen was zu tun gehabt. Genau, wir wollen heute, Christina, jetzt habe ich dich übergangen. Möchtest du auch noch was sagen? Eben kurz Hallo. Hallo und herzlich willkommen auch meinerseits. Mehr brauche ich jetzt erstmal gar nicht sagen. Genau, wir gehen gleich noch auf die Gliederung ein. Also, wir haben den Vortrag über Open Educational Resources versucht zu fokussieren auf die Frage von Lehrenden, schon auch aus dem Blickwinkel grundständigen Bereich. Also ich selber habe sowohl im grundständigen Bereich bin ich in der Lehre als auch im weiterbildenden Teil, also im Center für lebenslanges Lernen. Und da gibt es so ein paar Unterscheidungspunkte, auf die wir peu à peu eingehen wollen. Und auch die Befragung, die Frau Novi nachher noch vorstellt, geht darauf ein. Ich würde das kurz an der Agenda einmal versuchen abzubilden. Ich habe versucht, das sozusagen vom Allgemeinen zum Spezifischen runterzubrechen. Also im ersten Schritt erstmal, je nachdem, wie natürlich jetzt auch der Wissensstand so ist zum Thema OER, nichtsdestotrotz relativ knapp, so ein paar zentrale Begrifflichkeiten, Genese und Aspekte in dem Kontext zu nennen, bevor dann im Mittelteil Frau Novi aus dem BMBF geförderten Projekt Opera, auch da geht es auch um offene Bildungsressourcen, ein paar konkrete Ergebnisse einer Befragung, die sie so durchgeführt hat, vorstellt. Und ich würde am Ende nochmal so ein bisschen Praktiken der Umsetzung im Konkreten zu gucken. Also wie ist das zum Beispiel im Lehrmanagementsystem vielleicht schon angekommen und abgebildet? Und was sind für mich als Lehrende oder als lehrende Person Möglichkeiten, irgendwie das einzubinden, das zu nutzen? Worauf muss ich achten? Was gibt es da eigentlich schon? Auch so ein bisschen die Repositorien sich anzuschauen. Genau. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, im Chat entsprechend was zu posten. Also da ist Frau Rosa sehr wichtig, weil meine eigene Erfahrung in Webinaren ist immer, das übersieht man dann ganz schnell. Da ist eine Moderation Gold wert. Von daher auch nochmal da vielen Dank für die Unterstützung. Genau, vielleicht erstmal in dem ersten Schritt, was sind eigentlich diese freien Bildungsmaterialien, diese Open Education Resources, was hat es damit auf sich, was gibt es da, was ist zu beachten? Das ist jetzt wäre allein von der Genese und vom Thema ein eigenes Webinar für sich, aber wir versuchen das mal ganz in den Eckbaustein runterzubrechen, auch so ein bisschen praxisorientiert. Was Sie in jedem Kontext hier finden werden, sind immer Einschränkungen, also Eingrenzungen definitorischer Art zum Thema, was ist das? Und dann landet man immer bei der UNESCO. Also dieses Bild mit den Händen da an der Seite haben Sie da vielleicht auch in dem Kontext schon mal gesehen. Was an dieser Definition ganz nett ist, ist, dass es relativ klar sagt, worum es hier geht und auch das breite Feld eigentlich aufmacht. Es handelt sich dabei um Bildungsmaterialien und dann heißt es jeglicher Art und in jedem Medium, das ist dabei wichtig, die unter einer offenen Lizenz veveröffentlicht werden. Diese offenen Lizenzen gucken wir uns selber nochmal an. Das ist jetzt hier nicht direkt vorgegeben, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Und wichtig sind Aspekte kostenloser Zugang, kostenlose Nutzung, aber auch die Möglichkeit, Dinge weiter zu bearbeiten, weiter zu verbreiten und das in möglichst geringen Einschränkungen. So. Und am Ende ist nochmal ausdifferenziert, was es alles sein kann. Also es kann von was ganz Kleinem wie einem einzelnen Bild sein, bis hin zu kompletten Lehrplänen, Kursmaterialien, um über mehrere Wochen was umzusetzen, eigene Lehrbücher, Videos etc. Also da ist eigentlich dem der Freiheit, gibt es da keine Grenzen. Und die UNESCO hat das schon wesentlich angestoßen. Es gibt da auch viele andere Akteure in dem Umfeld, die das voranbringen. Da vielleicht ganz kurz zur Genese. Das ist so ein bisschen aus der, ich sage jetzt mal einfach freien Softwarebewegung. Die Idee von freien, nutzbaren Softwareelementen, die ist dann sozusagen auch in diese Richtung umgeschlagen. Wir haben auf der nächsten Folie ganz kurz, das ist jetzt nur ein sehr einfacher Screenshot. Das ist die OER World Map. Da blende ich Ihnen nochmal kurz im Chat den Link ein, wenn Sie jetzt, später oder wann auch immer mal da mal selber gucken wollen. Das können Sie nämlich ganz gut navigieren, sich die einzelnen Länder angucken. Ich habe jetzt einmal mal beim Screenshot Deutschland ausgewählt. Ich muss gestehen, ich kann jetzt nicht zu jedem einzelnen dieser Icons, die Sie hier in der Mitte oben sehen, was sagen, so was das ist. Aber das ist immer, also 198 Veranstaltungen zu dem Thema. Personen, die da involviert sind, das sind so Aspekte und das können Sie für die einzelnen Länder sich dann nochmal angucken. Und was man hier sehen kann, ist, dass es schon sehr weit verbreitet ist. Natürlich sieht man Schwerpunkt so
Westeuropa, Vereinigte Staaten, wo auch viele erste Schritte waren. Also ein zentraler Antreiber in dem Bereich ist zum Beispiel auch die Open University im Vereinigten Königreich, die auch diese, bei dieser OER World Map mit dabei ist. Das ist ein deutsch-, englisch-, US-amerikanisches Vorgehen, Projekt. Und da finden Sie das für alle Länder. Da gibt es dann ganz spannende Sachen. Was zum Beispiel irgendwie hier nochmal interessant ist, warum ist Brasilien da so weit? Da gibt es auch Verknüpfungen mit den Entwicklungen im Hochschulsystem insgesamt. Brasilien hat zum Beispiel im Bereich der privaten, online gestützten Studiengänge in den letzten Jahren also wahnsinnige Wachstumsraten gehabt. Ich glaube 250% oder so, also da sind extrem viele Leute reingekommen. Das setzen die halt unter anderem auch mit solchen Materialien um, um das bezahlbar zu machen. Aber das greift so ein bisschen vorweg, aber auf die Relevanz hinzuweisen, dass die Idee natürlich ist, dass mit freien Bildungsmaterialien diejenigen, die sonst irgendwie nicht den Zugang dazu haben oder irgendwie eine Kostenbarriere davor steht, sie die Möglichkeit haben, hier auch an Materialien zu kommen. Also sie sind in einem Land, wo vielleicht das Bildungssystem nicht so entsprechend ausgebaut ist, sie jetzt irgendwie aufgrund monetärer Zwänge etc. keinen Zugang dazu haben, dann können sie diese Sachen trotzdem nutzen. Und können gegebenenfalls, da gibt es dann auch schon irgendwie Anerkennungsgeschichten in einzelnen Staaten, also dass sie dann in Land X was machen aus USA oder England und dann können sie dann mit der Beschäftigung dieser freien Bildungsmaterialien da vielleicht sogar ein einzelnes Zertifikat bekommen. Also das ist relativ breit und lässt sich unter diesem freien Zugang vor allen Dingen subsumieren. Ist aber noch mehr und da gehen wir jetzt an dieser Stelle kurz drauf ein. Sie finden immer wieder die 5V oder im Englischen die 5 R, die sich so grob unterscheiden lassen in das, die Frage von Suchen und Finden dieser Dinge. Dann im Mittelteil nutzen und einbinden und am Ende teilen und veröffentlichen. Ich habe rechts nochmal die dezidierte Abgrenzung dargestellt, um das jetzt vereinfacht darzustellen. Also Open Access wäre sozusagen Suchen und Finden nur. Open Access kennen Sie vielleicht im Publikationswesen. Wenn Sie anfangen zu publizieren, haben Sie inzwischen auch mehr die Möglichkeit, über die einschlägigen Verlage die Sachen als Open Access zur Verfügung zu stellen. Das sind noch nicht freie Bildungsressourcen, weil Sie können die Dinge nicht unbedingt verwenden, verarbeiten, vermischen etc. Hier sind OER sozusagen nochmal einen Schritt weiter. Urheberrechtsfragen spielen in diesem Kontext natürlich auch immer irgendwie eine Rolle. Auch da könnten wir ein komplettes Webinar zu machen. Haben wir auch mal, kann Frau Novi vielleicht nachher noch kurz was sagen, gibt es auch eine Handreichung zu. Da gab es ja auch jüngst Änderungen. Ich versuche das vereinfacht darzustellen. Wenn man sich adäquat mit OERs beschäftigt, kann das einem auf der Seite der Urheberrechte durchaus ein paar Unsicherheiten ausräumen. So. Aber da gehen wir vielleicht gleich punktuell noch drauf ein. Wichtig ist vor allen Dingen bei OER zum einen der freie Zugang, aber auch die freie Nutzung. Also, dass die Dinge, die Ihnen bereitgestellt werden, dass Sie damit auch was anfangen dürfen. Zum Beispiel verwenden, Punkt B. Ich kann dieses Material, was zum Beispiel die Open University bereitstellt, in meinen eigenen Kursen einbinden, wenn es denn passt. Wenn es nicht so passt, kann ich es aber anpassen, verarbeiten, gegebenenfalls untertiteln, ein Video mit in Deutsch übersetzen oder einzelne Elemente rausnehmen. Sie können auch aus verschiedenen Quellen das vermischen, remixen, also einzelne freistehende Elemente miteinander verbinden und daraus was Neues generieren. Studiematerial oder könnten Ihr Lehrmanagementsystem zum Beispiel durch irgendwie auf SCORM-Standard freie Einzeltools mit verbinden. Also da gibt es ganz viel, da sind sozusagen der Kreativität keine Grenzen gesetzt, eher so ein bisschen des Auffindens. Und der letzte Punkt, der hierbei auch ganz zentral ist, ist, dass die Dinge, die Sie sich nehmen und die Sie nutzen, dass Sie die dann aber auch unter den gleichen Lizenzen weiterverbreiten. Also nur dann ist das sozusagen ein offener Kreislauf und dann entsteht da wirklich ein Mehrwert und es gibt Synergien in dem Fall. Das ist hierbei, glaube ich, ganz zentral zu beachten. Das ist jetzt ein bisschen erschlagend, aber ich versuche das erstmal auf den, diesen, also blenden Sie das hier rechts einmal kurz aus, soweit das möglich ist. Da gehen wir gleich nochmal auf ein. Wichtig sind sozusagen diese Einzellizenzen und das ist von oben nach unten in Freiheitsgraden. Es gibt diese Kernlizenzen letzten Endes, die bei ganz basal Public Domain, so nach dem Motto, das kann jeder haben, da muss man auch nicht genannt werden. Und so wird das immer ein bisschen strenger, in Anführungsstrichen. Hier müssen Sie sagen, wer war das, wer hat dieses Material erstellt und bei einer Weiterverarbeitung etc. auch. Und so gibt es dann verschiedene einzelne Buttons, die sich hier etabliert haben. Und etabliert hat sich dieser Creative Commons Ansatz, der eine Zeit lang auch mit anderen Lizenzierungsmodellen konkurriert hat, aber durch dieses nach meinem Dafürhalten relativ einfachen, nachvollziehbare, zugängliche nach einiger Zeit und diese klare Visualisierung über diese einzelnen Symbole ist es halt irgendwie im Austausch nachvollziehbar, worum es darum geht.
Und so wird das dann immer ein bisschen strenger, bis sie am Ende bei dem strengsten sozusagen sind, wo sie bei einem Material sagen, ja, das gebe ich zwar raus, aber sie müssen meinen Namen nennen, sie dürfen es nicht kommerziell nutzen, sie dürfen es auch nicht bearbeiten, etc. Da streiten sich dann die Geister, ob das tatsächlich noch so offen ist. Und das sehen sie dann sozusagen hier, da fangen wir mal von unten an, also der Bereich, wo alles sozusagen, der Klassiker, alle Rechte vorbehalten, ist überhaupt nicht offen. Aber auch diese Bereiche, wo sie eine Creative Commons Lizenz haben, den Namen nennen, nicht kommerziell nutzen, aber auch nicht ändern dürfen, etc. Da kann man es teilen, aber nicht wirklich was mit anfangen. Und so baut sich das dann nach oben weiter auf, bis halt diese CC0, Public Domain, dann wäre das. Was Sie häufig sehen, und das sehen Sie hier zum Teil auch, ist diese hier, CC BY SA, wo Sie sozusagen, Sie müssen den Namen angeben und Sie müssen das aber unter gleichen Bedingungen danach weitergeben. Das heißt, Sie dürfen sich jetzt nicht ein freies Material nehmen, sagen, das passt mir gut, und dann verstecke ich es in der Schublade, wenn ich was damit gemacht habe, sondern Sie müssen sagen, okay, ich muss es wieder weitergeben. Auch da könnte man ewig drüber reden. Also wenn Sie da Fragen haben, immer gerne direkt in den Chat. Wichtig ist halt hier, dass man ein bisschen Bewusstsein dafür hat, dass auch da im Diskurs im Bereich Open Education Resources das sehr durchaus ein Lager gibt, die sagen, ja, ich will es frei machen, aber will es halt sehr streng frei machen. Dann gesagt wird, ist aber nicht so wirklich frei. Genau. In dem nächsten Schritt, wenn Sie mit so einem Material selber arbeiten, ja genau, danke Frau Rosa, genau, das werden wir nachher auch nochmal sehen, wo es noch verwendet wird. Wenn Sie selber zum Beispiel so ein Material erstellen wollen, oder Sie haben selber was geschrieben oder einen Film gedreht und wollen das irgendwie weiter verbreiten, gibt es so ein paar Regeln. Das lässt sich als TULU hier abkürzen, ist da auch bekannt. Titel, Urheberin, Lizenz, Link und Ursprungsort. Das dient vor allen Dingen perspektivisch nachher dazu, dass es klarer zuzuordnen ist. Also Sie können natürlich nur so ein adäquates BY angeben, wenn da auch Urheberinnen genannt sind. Sie können es nur finden, wenn irgendwo tatsächlich der zugrunde liegende Lizenz sichtbar ist. Und Sie müssen gucken, wo kommt es ursprünglich her. Und ist es irgendwie auch auf einer Plattform, wo es für Sie frei zugänglich ist. So. Und wie heißt es natürlich? Also das sind so Fragestellungen, die muss man selber bei der Nutzung, aber auch Generierung solcher Materialien im Kopf haben. Wir würden das jetzt noch einmal praktisch runterbrechen, wie in diesem Kontext der Nutzung dieser Materialien, wie so Sichtweisen, Einstellungen, Befürchtungen zum Teil auch irgendwie bestehen. Und das basiert auf einer Befragung, die Frau Novi vor allen Dingen gemacht hat. Deswegen übergebe ich jetzt meine Kollegin. Joachim, bis hierher. Ich switche jetzt mal weiter. Genau, ich würde jetzt einmal ganz kurz das Projekt Opera im Projektkontext darstellen bzw. beschreiben. Und dazu sei gleich gesagt, dass Opera ein Verbundprojekt der drei Universitäten Oldenburg, Weimar und Ulm ist und sich zum Ziel gesetzt hat, einen Beitrag zur verstärkten Einführung von OER in die wissenschaftliche Weiterbildung zu leisten. Und davon profitieren sollen verschiedene Gruppen. Dazu gehören neben Lehrpersonen auch Personen, die im Bereich Mediendidaktik oder E-Learning beschäftigt sind, aber auch Studierende und Leitungspersonen. Die sollen insgesamt informiert, interessiert und zu Multiplikatorinnen im besten Fall ausgebildet werden, sodass sie dann in ihrer jeweiligen Einrichtung ihr Wissen weitergeben können. Durchgeführt bzw. angeboten haben wir seit April letzten Jahres, also da war der Start des Projekts, beispielsweise Recherchen zu verschiedenen Rahmenbedingungen, Geschäftsmodellen und Lizenzrechten. Dann, wie gesagt, die Online-Erhebung, die ich gleich vorstellen werde. Und dann haben wir verschiedene Netzwerk- und Informationsveranstaltungen durchgeführt. Dann hat das Teilprojekt in Weimar eine ziemlich umfassende Schulung für E-Tutoren bzw. Multiplikatoren durchgeführt und leistet auch mediendidaktische Beratung und Hilfestellungen zu verschiedenen Themen und das Ganze in innovativem Instruktionsdesign bzw. auch im Blended Learning Design. Und durchgeführt haben wir auch Webinare zu rechtlichen Aspekten und das Ganze in Kooperation mit dem Elan e.V. Das sagt Ihnen sicherlich was.
Genau, und die Ergebnisse, die wir so, also die Aktivitäten werden festgehalten bzw. niedergeschrieben in Handreichungen, die wir veröffentlichen werden. Unter anderem wird es da oder haben wir bereits was veröffentlicht zu rechtlichen Aspekten bei der Nutzung und Erstellung von OER. Dann wird es jetzt quasi zum Ende der Projektlaufzeit, also das Projekt läuft bis Ende Juli diesen Jahres. Da sind wir jetzt quasi gerade dabei, unsere letzten Ergebnisse zusammenzufassen. Und genau, dann wird es noch etwas zu Umsetzungsaspekten und zu OER-Policy und Geschäftsmodellen, also zu Strategien zur Einbindung in Einrichtungen geben. Genau. Und insgesamt eingebunden ist dieses Projekt in die sogenannte OER-Info-Fördermaßnahme des BMBF. Und unterstützt werden insgesamt 23 Projekte aus verschiedenen Bildungsbereichen wie Schule, Hochschule, aber eben auch Erwachsenenbildung und wissenschaftliche Weiterbildung. Und insgesamt sollen die Leute zum Umgang mit OER qualifiziert und sensibilisiert werden. Und insgesamt zielt die Maßnahme auf eine breite Sichtbarmachung der mit OER verbundenen Potenziale und natürlich auch damit verbunden den Aufbau von Kompetenzen zur Nutzung von OER. Und das wiederum übergeordnete Programm nennt sich Digitale Medien in der beruflichen Bildung. Und dieses Programm wiederum ist als Teil der oder als soll einen Beitrag zur digitalen Agenda der Bundesregierung leisten. Genau, und dann geht es hier schon weiter. Ein zentrales Element von OER-Info ist der Aufbau eines Webportals, auf dem umfassende Informationen zum Thema OER zur Verfügung gestellt werden, und verantwortlich für den Aufbau der Website, also hier oben, das sehen Sie, ist die OER-Informationsstelle. Dafür verantwortlich ist der Deutsche Bildungsserver, und die Website ist insgesamt als zentrale Anlaufstelle für OER in Deutschland gedacht und informiert über alle Projekte, die in dieser Förderlinie eingebunden sind, und präsentiert aktuelle Ereignisse und aber auch Veranstaltungen, die man so an denen man teilnehmen kann. Genau, und damit verknüpft, und da habe ich unten so einen kleinen Bildausschnitt. Genau, das ist die OER Worldmap, die vorhin auch ganz kurz schon angezeigt wurde. Hier bekommt man Einsicht in sämtliche Einrichtungen und Projekte, sofern sie sich natürlich registriert haben, weltweit, die sich mit OER beschäftigen. Und wie gesagt, da können Sie hier steht die Webadresse oerworldmap.org. Da können Sie sich einfach mal umschauen, wenn Sie Interesse haben, an Veranstaltungen teilzunehmen oder sich vernetzen wollen regional, dann finden Sie da auf jeden Fall die relevanten Ansprechpersonen und halt auch Veranstaltungen. Genau, ein Projekt der OER-Info-Linie hat sozusagen die Netzwerkfunktion. Und also das ist das Projekt, jetzt ist der Fall weg, hier das Projekt Jointly. Genau, und Jointly hat auch so eine, wie gesagt, eine Netzwerkfunktion und hat ein Content-Buffet aufgebaut. Und im Content-Buffet von Jointly können bisher erarbeitete Materialien zum Umgang und zum Einsatz von Material von OER abgerufen werden. Und dieses Content-Buffet ist somit Sammelstelle sämtlicher Materialien und Ergebnisse, die von den genannten 23 Projekten erstellt werden im Rahmen dieser Projektlaufzeit. Und genau, also das sind Materialien über OER, die aber zugleich auch OER sind. Genau, und da gibt es verschiedene Sachen. Hier die Ausschnitte sind jetzt irgendwie zwar vielleicht ein bisschen klein, aber da können Sie ja später sonst nochmal selber ein bisschen browsen. Also da geht es um Tools für OER und aber auch um rechtliche Aspekte und hier Policy-Strategien und also insgesamt, wie kann ich OER in meiner Einrichtung überhaupt publik machen und dafür sensibilisieren. Genau. Dann auch im OER-Content-Buffet finden Sie unter anderem diese Broschüren. Also es sind im Laufe der Projektlaufzeit ganz viele Broschüren natürlich zum Thema entstanden. Da geht es um das richtige Verwenden, Kombinieren und Bearbeiten von OER, aber auch für das Lizenzieren von OER.
Und wie vorhin schon angedeutet, hier, das ist unsere eigene Veröffentlichung quasi, also unsere erste. Da folgen natürlich noch weitere, aber das hier ist zum Thema rechtliche Aspekte bei der Verwendung und Erstellung von OER-Material. Und diese und weitere Informationen finden Sie natürlich auch hier auf unserer Internetadresse, Internetseite oer-opera.de. Genau, da können Sie auch Einsicht nehmen in verschiedene Veranstaltungen, die wir schon durchgeführt haben oder Aktivitäten, die jetzt noch anstehen. Genau, und so, dann switche ich mal weiter. Bevor wir jetzt quasi dazu kommen, ein paar Ergebnisse einer Studie vorzustellen, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben, möchte ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, die quasi auch in dieser Umfrage gestellt wurden. Moment, so, jetzt machen wir das hier einmal. So, dann würden wir jetzt quasi, also Sie können jetzt hier zum Beispiel haben wir die Frage gestellt, inwieweit kennen Sie sich mit Open Educational Resources überhaupt aus, um einfach mal zu erfahren, wie weit die Personen in ihren jeweiligen Einrichtungen überhaupt sind. Genau, und hier können Sie jetzt, die beiden unteren sind Multiple Choice, da können Sie gerne mehrere Antworten anklicken, einfach nur, dass, damit wir mal sehen oder den Vergleich haben, wie Sie sich so einschätzen, wie weit Sie so im Umgang mit Open Educational Resources sind. Okay, also da sieht man jetzt schon ganz klar, dass OER grundsätzlich, also dass sie bekannt sind, aber dass jetzt noch nicht so viel Erfahrung im Umgang damit, also mit einem konkreten Einsatz vorhanden ist. Grundsätzlich halten sie den Einsatz von OER in der Lehre für vorteilhaft, das ist auch schon mal sehr gut. Und eine einfache Auffindbarkeit von Materialien, genau, werden Sie gleich auch in den anderen Ergebnissen sehen, ist tatsächlich ein hoher Motivationsfaktor. Genau, und der rechtssichere Einsatz quasi von Materialien, das soll natürlich durch OER und die entsprechenden Lizenzen gewährleistet werden. Und Hemmnisse, okay, ganz klar, der Klassiker, auch auf jeden Fall auf Seiten der rechtlichen Aspekte. Genau, dann. Ja, Frau Novi, gerade wurde angemerkt, dass die, was motiviert Sie und was hemmt Sie, das ist Single Choices. Da geht wirklich nur eine Auswahl, aber vielleicht kann man das ja nehmen als die, die einen am meisten davon entweder hemmt oder aber motiviert. Okay, genau. Okay, nee, ich dachte, ich hätte das als Multiple Choice eingestellt, dann lag ich falsch. Okay. Aber es ist ja auch gar nicht so uninteressant zu wissen, was den stärksten Ausschlag gibt. Ne? Was? Jetzt genau. Kann man es ja so drehen. Mhm. Genau. Ja, also wirklich, also das ist ein Ergebnis, das werden wir gleich auch sehen. Das ist tatsächlich, dass die einfache Nutzbarkeit und der Abbau von rechtlichen Hürden tatsächlich den Ausschlag gibt. Genau, okay, dann switche ich mal wieder um zur Präsentation. Vielen Dank. So, genau, dann stelle ich mal die Rahmenfaktoren vor quasi. Also wir haben eine Online-Befragung durchgeführt. Und ich muss betonen, dass es hier eine Befragung ist, die im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung durchgeführt wurde. Das heißt, sich nicht in erster Linie auf grundständige Lehre bezieht. Denn grundsätzlich sind OER in der grundständigen Hochschullehre, aber auch speziell in der wissenschaftlichen Weiterbildung kaum verbreitet. Und deswegen wollten wir hemmende, aber auch fördernde Faktoren hinsichtlich des Einsatzes nachvollziehen, um hieraus gegebenenfalls Handlungsbedarfe ableiten zu können. Das heißt, wo muss man vielleicht nochmal ein bisschen konkreter hingucken oder nochmal konkreter dran arbeiten, um Leute zu sensibilisieren und für die Potenziale zu interessieren. Genau, und
Die also angeschrieben wurden 82 Leitungen von wissenschaftlichen Weiterbildungseinrichtungen auf Basis des DGWF-Verteilers, also der Mitgliedhochschulen der Deutschen Gesellschaft für Weiterbildung und Fernstudium. Und darüber hinaus sagt Ihnen vielleicht der Bund-Länder-Wettbewerb Aufstieg durch Bildung offene Hochschulen was. Genau, das ist seit 2011 ein Wettbewerb, der sich insgesamt darum bemüht, berufsbegleitende Studiengänge an Hochschulen zu entwickeln und zu implementieren. Und das heißt, dass hieraus ergibt sich ein ziemlich, also ein Querschnitt von denjenigen Hochschulen, die in der Weiterbildung engagiert sind. Und insgesamt haben wir somit 155 Personen angeschrieben, wobei man natürlich nicht erfassen kann, wie viele Personen die Bitte um Ausfüllen des Fragebogens quasi nochmal weitergeleitet haben. Die Rücklaufquote war leider nicht ganz so schön wie gehofft. Das heißt, wir haben nur eine Rücklaufquote von 37%. Und befragt wurden Personen aus dem Bereich Management und aus der Lehre. Da beide Akteurgruppen Schlüsselfunktionen in der Verbreitung und Sensibilisierung für OER einnehmen. Und genau, also Leitungspersonen sind natürlich insbesondere für die strategische Einbindung, für die Kommunikation und das Schaffen von Rahmenbedingungen verantwortlich. Und Lehrende nehmen insofern eine Schnittstellenfunktion ein, als sie selber OER nutzen und erstellen, aber auch eine Multiplikatorenfunktion einnehmen. Und natürlich ihr Wissen auch stetig an Studierende weitergeben und genau, das ist ja eigentlich erstmal so das Ziel und natürlich auch der Austausch mit anderen Personen darum und dann ergibt sich halt so ein Gefüge aus Top-Down und Bottom-Up, um OER insgesamt in die Einrichtungen zu bringen. Und genau, also das ist erstmal der Grund dafür, warum wir jetzt insbesondere Management und Lehrende befragt haben. Genau, und darauf will ich jetzt nicht konkreter eingehen, weil das ist ein bisschen zu kompliziert, aber nur, dass Sie sehen, also die Personen aus dem Management einer Weiterbildung waren zum Beispiel wissenschaftliche Leitung, kaufmännische Leitung oder Studiengangsmanagerinnen, Manager oder übergreifend Managerin und Koordination von Weiterbildungsangeboten. Im Bereich der Lehrenden hatten wir Professorin, Dozentin oder Sonstiges und hier unten sehen Sie die Kombinationsmöglichkeiten, also es gibt Lehrende, die nicht nur Lehrende sind, sondern eben auch eine Managementfunktion innehaben und somit eine sowohl als auch Gruppe ausmachen. Genau, und da wollten wir einfach mal schauen und vergleichen, wie so die Einstellungen zu OER sind, wie die Kenntnisse aktuell sind und wie gesagt, wo Hürden und aber auch Motivationen stecken, die wie gesagt, relevant sind für den Einsatz und den Umgang mit OER. Genau, wenn Sie hierzu später noch Fragen haben, können Sie gerne fragen, aber ich würde darauf jetzt erstmal nicht so konkret eingehen. Wichtig an dieser Stelle ist vielleicht noch, dass, dass die Lehrendenbeteiligung so gering war, dass wir die quasi in die Gruppe der Lehrenden mit Managementfunktion bei entsprechenden Fragen genommen haben und dass sich in der Auswertung insgesamt eine Gruppe ergibt, die Lehrende mit oder ohne Managementfunktion heißt. Genau, und dann starten wir auch gleich schon. Eine Frage, die an alle gerichtet war, war, inwieweit kennen Sie sich mit OER aus? Da war ziemlich deutlich, dass, also das war eben ähnlich auch bei Ihnen, also gut bekannt, einigermaßen sind fast 45%, sehr gut bekannt nur bei 25%. Und insgesamt bekannter sind OER bei Personen, also bei Lehrenden mit oder ohne Managementfunktion im Vergleich zum Management mit nur in Anführungszeichen 65% knapp. So, also da kann man noch einiges tun. Genau, und die nächste Frage war hier, inwieweit sich die Personen mit rechtlichen Aspekten auskennen, wobei wir hier jetzt nicht nur konkret nach den
nach den Kenntnissen zur Lizenzierung gefragt haben, die Sie vorhin schon gesehen haben, sondern da ging es auch um grundsätzliches, um grundsätzliche Urheberrechtsbelange, die in der Lehre relevant werden. Und genau, da ist das beobachtbar, dass rechtliche Vorgaben häufiger bekannt sind bei Lehrenden, eben mit oder ohne Managementfunktion, und Aufklärungsbedarf eher bei Personen mit Managementfunktion zu erkennen ist, was rechtliche Angelegenheiten angeht. So, grundsätzliche Vorteile sehen viele Personen, also eine grundsätzliche Zustimmung haben wir hier mit 88%, also da sind alle Stimmen zusammengerechnet. Also grundsätzlich stimmen alle zu, dass das OER durchaus Potenziale zur Verbesserung der Lehre sieht oder dass sie Vorteile zur Verwendung von OER in der Lehre sehen. Lehrende sind hier, wie gesagt, ein bisschen hoffnungsvoller als das Management. Und hier machen wir die Differenzierung zwischen Verwendung und Erstellung. Und genau, Vorteile in der Erstellung von OER, da ist die Zustimmung insgesamt ein bisschen geringer, aber wie gesagt, auch hier sind die Lehrenden wieder ein bisschen interessierter und ein bisschen zuversichtlicher, was den Einsatz von OER angeht. Aber insgesamt immer noch eine ziemlich hohe Zustimmung, dass auch die Erstellung von OER viele Potenziale bietet. So, jetzt nicht erschrecken, die Folie ist jetzt hier ein bisschen voll. Genau, und hier geht es jetzt, also der Fokus hier ist auf Lehrende, also hier wurden Lehrende befragt, eben mit oder ohne Leitungsfunktion, und was sie motivieren würde für den Einsatz von OER. Und so wie das eben auch bei Ihnen war, war es die Möglichkeit, also insbesondere also die einfache Nutzung von Materialien, die für Sie relevant sind, also zum Beispiel die Möglichkeit, Materialien von Expertinnen einfach nutzen zu können, oder die Verringerung von Unsicherheiten darüber, was verwendet werden darf und was nicht. Dann die einfache Auffindbarkeit von Materialien für meine Fachdisziplin und den gelehrten Berufszweig. Und dann hier in absteigender Reihenfolge waren weniger relevant, zum Beispiel hier Qualitätskriterien oder auch die Verringerung von Zeitaufwand zur Vorbereitung in der Lehre. Hier sehen Sie einmal grundsätzlich, dass schon über 60% der befragten Lehrenden OER schon mal genutzt haben. Das heißt, Nutzung bezieht sich hier auf bereits verfügbare Materialien, also nichts, was irgendwie selber noch erstellt wurde, sondern wurde genutzt im Sinne von, habe ich genommen, so wie sie waren, oder habe ich weiterverwendet. Genau, und hier sehen wir nochmal den Fokus auf die Erstellung von OER. Hier sehen viele Potenziale zur Verbesserung der Qualität der Lehre durch neue didaktische Konzepte, die OER im Kontext auch von E-Learning mit sich bringen. Ganz relevant sind auch Bildungschancen, das heißt der freie Zugang von Materialien spielt auch eine Rolle für viele, dass damit der Zugang zu Materialien grundsätzlich oder zu Bildung und Wissen erleichtert wird. Einrichtungen, interne und externe Kooperation zur Erstellung und zum Teilen von OER sind auch sehr wichtig. Genau, und hier aber im Vergleich nochmal zu der Nutzung. Also es haben deutlich weniger Personen OER erstellt, als sie es zum Beispiel schon genutzt haben. Ja, also hier im Vergleich, also die Erstellung von eigenen OER scheint nochmal irgendwie eine ganz andere Hürde zu sein als meinetwegen der Einsatz. Den gehen wir hier nochmal weiter. Darauf aufbauend haben wir gefragt, ob Lehrende denn grundsätzlich daran interessiert werden, beziehungsweise sich vorstellen können, Materialien unter einer offenen Lizenz zu veröffentlichen. Hier sagen sie ja, auf jeden Fall, zur einrichtungsübergreifenden Nutzung. Dann hier, wie gesagt, abstufend zur einrichtungsinternen Nutzung. Hier, ja, aber nur wenn ich kontrollieren kann, welchem Benutzerinnenkreis ich das Material zur Verfügung stelle.
Aber auch ganz, also relativ viele würden auch sagen, nee, das würde ich nicht machen. Hindern würden die meisten Personen, da sind wir wieder bei den rechtlichen Aspekten, die Unsicherheit hinsichtlich der einzusetzenden Lizenzen, Sorge haben auch einige bezüglich der Veränderung von Materialien oder auch, dass andere Personen quasi davon profitieren können, was ich erstellt habe, wo ich wirklich vielleicht Ressourcen eingesetzt habe und vielleicht also wirklich Zeit und Mühe investiert habe. Kritik kann auch sein, also dass jetzt gesagt wird, nee, ja, also ich bin jetzt nicht so sicher, dass ich meine Materialien jetzt einfach so online zur Verfügung stellen würde. Wer weiß, was da für Kritik nachher kommt. Genau, das hängt zusammen mit der Qualität der Materialien. Also Sie sehen hier, es gibt auch auf Seiten der Lehrenden, auch wenn sie grundsätzlich positiv gestimmt sind, immer noch so ein bisschen Hemmnis, was die Erstellung von OER angeht. Genau, und jetzt kommen wir zu den Management-Positionen. Hier geht es insbesondere um die Erstellung und Publikation. Und auch die Personen, die im Management tätig sind, sehen in OER also das Potenzial, eine Verbesserung der Qualität der Lehre herbeizuführen oder eben didaktische Konzepte weiterzuentwickeln. Oder auch durch Zusammenarbeit mit Studierenden die Verbesserung der Qualität der Lehrmittel zu erreichen. Im Sinne eines Marketinginstruments kann man es auch sehen, dass der Bekanntheitsgrad einer Einrichtung erhöht wird, insofern dass Studierende Einblick erhalten in Studienmaterialien, also wenn man jetzt also nicht ganze Kursmaterialien quasi oder Reader oder sowas zur Verfügung stellt, sondern irgendwie kleine Einblicke da rein gibt, was sie quasi im Studiengang erwarten wird, dann kann es halt dazu führen, dass das ein gutes Mittel zur Studierendenakquise ist. Genau, und häufig werden halt auch die Förderung und von Kooperationen für Lehrprojekte gesehen. Weniger wichtig wird hier im Vergleich zum Beispiel halt auch die Erleichterung des Zugangs zu Wissen. Also das ist halt irgendwie auch schon, ja, auch schon, hat auch schon Aussagekraft. Genau. Und auf Seiten der hemmenden Faktoren sehen wir aus Management-Sicht, das ist ganz klar, dass die irgendwie, Entschuldigung, jetzt bin ich irgendwie aus dem Bild, dass die finanzielle Aspekte als problematisch im Zusammenhang mit OER sehen. Das heißt, für die Erstellung von Materialien, für das Vergeben von Aufträgen werden ja, Kosten verbunden und eben dieser zusätzliche Kostenaufwand zur Vergabe von Autorenverträgen oder Ähnlichem ist dann, wie gesagt, irgendwie ein Hemmnis und deswegen auch die unzureichende Kenntnis darüber, wie man eben solchen Problematiken begegnen kann. Und da gibt es strategische Lösungen oder Geschäftsmodelle, die jetzt auch im Rahmen der Projekte von einigen entwickelt werden. Also Vorschläge zu Geschäftsmodellen oder eben Strategien und Policies, wie man eben OER grundsätzlich breiter in der Einrichtung verorten und ja, einsetzen kann. Genau. Hier habe ich nochmal gegenübergestellt ein paar Antworten, die insbesondere häufig genannt wurden von beiden Befragungsgruppen für die motivierenden Faktoren zum Einsatz von OER sind das zum Beispiel die Verbesserung der Qualität der Lehre. Hier ganz klar wird hier Potenzial von Lehrenden gesehen. Also das Management ist jetzt zumindest hier, was die volle Zustimmung angeht, ein bisschen abgeschlagen.
Aber grundsätzlich sieht man schon, dass hier in dem Bereich auf jeden Fall viel Potenzial gesehen wird. Genau. Auch hier wieder, die Lehrenden sind eher zuversichtlich, was beispielsweise die Akquise von Studierenden durch die Integration von OER oder durch das Bereitstellen von OER machen könnte. Also da sind Lehrende insgesamt ein bisschen zuversichtlicher als Lehrende, aber auch Lehrende sehen hier durchaus die Möglichkeit oder das Potenzial, dass das zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Einrichtungen beitragen könnte. Und das ist ja, wie gesagt, im Sinne von Weiterbildungseinrichtungen, die ja kostenpflichtige Studienangebote anbieten, durchaus relevant. Und auf der Seite der hemmenden Faktoren haben wir hier wieder die fehlenden Refinanzierungsmodelle, also also Unkenntnis darüber, wie man Herstellungskosten oder Ressourcen ausgleichen kann. Da ganz offensichtlich sieht das Management oder hat das Management Sorgen. Hier, also die Lehrenden, die halten sich da sehr zurück. Also das kann verschiedene Gründe haben, eben weil das einfach nicht in deren Verantwortungsbereich liegt, weil sie sich eben nicht mit entsprechenden Verwaltungsaufgaben beschäftigen. Genau, oder einfach, weil sie vielleicht auch andere Lösungsmöglichkeiten oder Strategien sehen oder kennen, mit denen das vielleicht gar nicht zum Tragen käme, diese Problematik. Genau, aber darüber können wir zu diesem Zeitpunkt leider keine Aussage treffen, was da genau die Gründe sind. Genau, und hier nochmal ziemlich deutlich und irgendwie ganz schön drastisch, dass das Management offensichtlich ziemlichen Nachholbedarf hat, was Kenntnisse zu rechtlichen Aspekten angeht. Genau, aber wie gesagt, auch in beiden Gruppen hier ist das offensichtlich ein Faktor, der zu Buche schlägt. Genau. So. Insgesamt sagen wir hier dann, stelle ich hier nochmal quasi zusammen, dass hemmende Faktoren auch auf Seiten des Managements die Verfügbarkeit von Materialien sind, rechtliche Aspekte und Unsicherheiten. Genau. Und hier kann ich dann nochmal insgesamt zusammenfassen, dass insgesamt grundsätzlich eine positive Haltung gegenüber OER, insbesondere von Personen, die in der Lehre tätig sind, dann ein Wunsch oder Bedarf nach verstärkter Auseinandersetzung und das Potenzial von OER eher in der Nutzung, denn in der einrichtungsinternen Erstellung gesehen wird. Und genau, also hier sehen wir auch nochmal, dass Lehrende in dem Einsatz von OER grundsätzlich mehr Potenzial sehen. Und genau, die Kostenmaximierung hatte ich hier auch schon angesprochen. Wie gesagt, genau, und Unsicherheiten bestehen bei beiden Gruppen hinsichtlich der Auffindbarkeit von Materialien. So, und ich sehe gerade, ich bin leider ein bisschen in der Zeit zu langsam, deswegen gehe ich jetzt ganz schnell weiter und gebe wieder zurück an meinen Kollegen. Entschuldigung. Das passiert, wenn man da so in der Thematik drinsteckt und so viele Dinge da relevant sind. Also, wir würden jetzt ganz kurz auf Fragen des Konkreten eingehen, möchten aber am Ende immer noch so ein bisschen auch Zeit für Ihre Fragen haben. Deswegen habe ich gerade mal kurz im Hintergrund hinter den Kulissen sozusagen mit Frau Rosa ein, zwei Dinge gekürzt. Also nicht wundern, wenn ich gleich eine Folie überspringe. Also wir werden jetzt hier vor allen Dingen auf den Unterpunkt Möglichkeiten für Lehrende im grundständigen Bereich eingehen. Und dann nehme ich mal, ich springe kurz zurück, diesen letzten Punkt der Frage von mangelnder Auffindbarkeit, Unsicherheiten von Qualität, die tatsächlich so ein Faktor sind, die häufig dagegen sprechen, dass man das tatsächlich einsetzt oder dass man sagt, okay, das könnte ich für mich nutzen. Um das einmal ganz konkret für uns, und ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich bei allen Ihnen der Fall ist, dass wir alle im gleichen Lehrmanagementsystem arbeiten. Im Vorfeld hatten wir schon kurz einen Austausch. Das ist jetzt einmal ein Screenshot bei uns in Oldenburg aus dem System, relativ neu ist. Etwas, das nennt sich hier Lernmaterialien, gelb markiert nochmal mit dem Pfeil. Also da ist es sozusagen schon in unserem Lehrmanagementsystem integriert, dass man da die Möglichkeit hat, eigene solche freie Lernmaterialien hochzuladen, sie aber hier natürlich auch in einem geschützten System ein Repositorium haben, wo sie dann hier unten was suchen können und auch entsprechend nach verschiedenen Regelungen sozusagen was finden. Also es gibt hier ein Beispiel zum Thema EndNote, es gibt hier Übungen aus der Mathematik und da können Sie das dann entsprechend suchen. Das ist integriert. Damit können Sie selbst arbeiten, in dem Fall jetzt als lehrende Person.
Was Ihnen da dann abgenommen wird an der Stelle, ist die Frage der Entscheidung, nach was für einer Lizenz mache ich das denn? Also Sie sehen hier unten nochmal, also ein Szenario wäre, ich hätte jetzt eine eigene Präsentation für ein Seminar meinerseits und würde das gerne hier für alle in der Hochschule in dem System verfügbar machen in unserem Instodapi. Kann ich das hochladen, beziffern, also Name, Kurzbeschreibung, Beschreibung und dann verschlagworten mittels Themen. Dann können Sie hier, das ist sozusagen das Kleingedruckte, ist hier schon eine Lizenz angegeben. Creative Commons by, also es wäre in dem Fall von mir und ja, die Leute dürften damit weiterhaben und kann es dann hochladen. Ihnen wird hier natürlich nicht abgenommen, die Möglichkeit, also die Aufgabe zu prüfen, ob die Materialien, die Sie, die Bilder zum Beispiel, die Texte oder was auch immer, die Sie in diesem erstellten Material haben, auch diesen Lizenzen entsprechen. Aber also so ein gewisses Maß an Hintergrundwissen muss man da dann natürlich schon haben, aber das System selber ist halt jetzt in der Lage, einen dabei zumindest strukturell zu unterstützen. Der Vollständigkeit halber sage ich aber, Frau Rose hatte das einleitend mal gesagt, also Strategien zum Thema OER, also unsere Hochschule hatte auch keine großartige Strategie. Da haben wir halt jetzt dieses Projekt und wir beschäftigen uns in verschiedenen Kontexten im Bereich zum Beispiel E-Learning-Ausbildung, Fragen von Digitalisierung natürlich auch damit, aber es ist nicht so, dass wir, obwohl wir solche Systeme zum Teil haben, die wahnsinnig genutzt werden. Also wenn man sich das mal InstoDP anguckt, das ist eine Handvoll an Tools und Materialien, die da drin stehen. Auch hier, wenn Sie selber andere Materialien, ist das auch, taucht das hier auch nochmal auf, auch hier kann Sie Materialien entsprechend verfassen. Ich überspringe das aber mal, das ist sozusagen, auch hier setzt es voraus, dass Sie ein bisschen da das Hintergrundwissen zu haben. Die Frage, die sich ja stellt, ist, wie komme ich denn an diese Materialien ran? Das überspringen wir jetzt mal. Stellen Sie sich vor, Sie müssten was suchen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der ein oder andere von Ihnen, die anderen wissen das vielleicht schon, haben da Erfahrung mit, aber es ist in der Fülle häufig ein Problem. Es gibt eine ganze Anzahl an Repositorien. Hier sehen Sie eine kleine Übersicht. Klassiker sind dabei Bundeszentrale politische Bildung. Die haben eigentlich OER schon gemacht, bevor das so genannt wurde. Natürlich haben Sie aber auch verschiedene andere Sachen. Also Medien in der Schule, Schulen sind so Repositorien, wo Sie immer viel finden. Es gibt verschiedene Sammlungen zu verschiedenen Themen oder zu verschiedenen Elementen, also Musik, Bilder. Fragen sind aber, das haben wir auch in der Untersuchung gesehen, wo finde ich das und taugt das was, was ich da finde? Auch das, da könnte ich jetzt auch länger drüber reden, mache ich hier nicht. Ich verweise aber hier gerne auf den Link. Das ist eine Synergie. Zeitschrift der Hamburg Open, der HU, Hamburg Open Online University oder so. Frau Meyerberger ist da sehr, sehr aktiv, Frau Professor Meyerberger, und hat mit Olaf Zweig-Richter zu der Fragestellung Qualität von OER was geschrieben. Und Sie sehen hier verschiedene Kriterienbereiche, nach denen man OER quasi einschätzen kann. Also da wird es, also es ist notwendig, da neue Strategien einer Qualitätssicherung einzuführen. Also die klassischen Qualitätssicherungskriterien, die greifen dann nicht mehr, weil sie Verlage nicht haben, die aber auch sparen. Das wird über solche Strukturen ablaufen oder Peer-to-Peer-Feedback, um Qualität da zu sichern. In dem nächsten Schritt kurz zum Suchen. Der Klassiker, also wenn ich meine Studierenden frage, wo finden sie das, ist immer bei Google. Den erweiterten Suche-Button finden dann manche noch, um das ein bisschen einzugrenzen. Aber was wichtig ist, ist hier unten sehen Sie Nutzungsrechte. Also jetzt haben wir zwei Pfeile, der gelbe ist eh schon da. Aber Sie können hier nach einzelnen Lizenzen, Lizenzierungen filtern und da liegt häufig auch diese CC-Lizenz zugrunde. Das steht jetzt hier nicht in den Zeichen, aber beschrieben und da können Sie sich dann die Dinge auch anzeichnen lassen. Mit dem Tool, mit dem wir in der Regel ja im Alltag eh häufig arbeiten. Also da, bei sowas bei Basalen wie Google haben Sie das schon. Dann vorhin kam ja schon ein kleiner Werbeblock. Also ich selber bin jetzt bei Wikimedia auch Fördermitglied, aber nicht nur deswegen mache ich das, sondern Wikipedia kennen Sie. Im Grunde auch ähnlich freier Zugang zu Wissen, zu Bildung. Dahinter liegt halt Wikimedia. Und hier nochmal können Sie bei Wikimedia auch frei verfügbar knapp etwas, naja, ich sage jetzt mal 48 Millionen Einzel-Items finden. Das können oder sind in der Regel häufig einzelne Bilder etc., die aber alle nach entsprechenden Lizenzierungen nutzbar sind. Da gibt es ganz viel. Die Open University hat ganze Kurse etc. Das MIT hat das zum Teil. Also Sie werden eher in der Fülle ein Problem haben, anstatt dass Sie selber was suchen. Und die Frage ist immer, was suchen Sie? Suchen Sie einzelne Elemente für ein Material, was Sie erstellen, oder suchen Sie ganze Kursmaterialien? Beim Letzteren müssten Sie zum Beispiel bei den einschlägigen größeren Portalen oder Anbietern suchen. Wenn Sie selber was erstellen, finden Sie auf Seiten wie zum Beispiel Wikimedia oder bei Google mit diesen Lizenzeinschränkungen adäquate Materialien. Wichtig bei der Erstellung, da könnte man jetzt auch länger darüber reden, aber ist aber,
dass sie einen Punkt mitnehmen. Wenn sie selber was zusammenbauen und Material finden, was diese ND-Geschichte hat, dann ist es ihnen sehr häufig nicht möglich, da wirklich was zu kombinieren. Deswegen hat sich dieses by SA durchgesetzt, weil da haben sie in diesem Feld, also bis hier relativ viele Möglichkeiten mit einzelnen Dingen was zu kombinieren, wenn sie was erstellen. Da muss man halt ein bisschen sich angucken, was heißen diese einzelnen Symbole, was kann ich damit machen. Sie müssen aber nicht diese Liste auswendig lernen, Sie können auch im Netz bei dem Creative Commons Mixer Sachen anklicken und da können Sie Ihre Einzelelemente hier markieren und dann miteinander kombinieren. Dann drücken Sie auf Will it blend und dann steht hier entweder ja, das geht nach der Lizenz oder fail. Also auch das ist so ein bisschen Praxisbeispiel, wie Sie sagen, ja, ich möchte mich damit beschäftigen, ich möchte eine Sicherheit haben. Auch wenn dieser Mixer ein bisschen unseriös aussieht, aber es gibt da einzelne Tools, mit denen Sie da was machen können. Genau, jetzt haben wir noch nach Plan 3 Minuten Fragen, Diskussion. Wir haben noch Backup, den lassen wir dieser Stelle mal raus. Ich würde hier eher mal sagen, wir machen inhaltlich den Cut und gehen gerne noch auf einzelne Fragen Ihrerseits ein, ohne jetzt Ihre kostbare Zeit in den Nachmittag zu nutzen. Also. Erstmal ganz vielen Dank an Sie beide. Das war ein schöner Einstieg und ich glaube, da werden jetzt gleich nochmal ein paar Fragen auch kommen. Ich möchte aber schon mal darauf hinweisen, ich hätte auch gerne noch eine kleine Evaluation nachher. Aber jetzt erstmal die Fragen, also bevor Sie weggehen, noch ein bisschen bleiben. Ich kann ja schon mal eine Frage stellen. Also OER, haben Sie da, meistens wird es ja wahrscheinlich so sein, dass man ein Material hat und das nochmal verändern will. Das wird ja wahrscheinlich die, oder also haben Sie da Zahlen drüber? Ist das die meiste Anwendung? Oder nämlich eine bestehende OER-Materialie 1:1. Doch wahrscheinlich ist es selten der Fall, oder? Wenn ich das wieder in der Bildung einsetzen will, muss ich es wahrscheinlich meistens anpassen, oder? Christine, hast du konkret Zahlen? Die habe ich jetzt nicht. Also, oder den Eindruck? Nein, habe ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es dazu irgendwelche Informationen gibt. Aber hauptsächlich würde ich schon denken, dass Materialien tatsächlich eher weiterverwendet, also überarbeitet, bearbeitet für den eigenen Kontext passbar gemacht werden. Also, was ich aus dem Praxiskontext kenne, wenn Materialien vorliegen, existieren, dass man die dann und selber Rechte hat, kann man mit denen natürlich die 1:1 überführen, muss sie noch von einer, also muss sie sauber in eine Lizenzierung überführen. Da ändert man dann sozusagen von seinen bestehenden Materialien in dem Sinne nichts, aber wenn ich jetzt selber mir Dinge zusammenbaue, dann brauche ich natürlich die Möglichkeit, bestehende Materialien anzupassen auf meinen Kontext. Das wäre ja schon sehr zufällig, wenn ich jetzt beim MIT was finde, was dann auch genau für meinen Inhalt passt. Das kann mal ein einzelner Video sein, also das ist ein Beispiel, was wir tatsächlich mal genutzt haben. Also wie kriegen wir die besten Expertinnen und Experten in unser Seminar hier an der Uni Oldenburg? Die werden nicht herfliegen, die machen auch kein Webinar mit uns, aber es gibt dann zum Beispiel vom MIT, von der Open University einzelne Videos aus deren Vorlesungen, wo man dann Elemente zeigen kann. Das kann schon ganz spannend sein. Ja, vielen Dank. Jetzt sind 2 Fragen eingegangen. Nämlich einmal, ob es Untersuchungen gibt zur Akzeptanz bzw. zum Wunsch von Studierenden, dass es überhaupt OER-Materialien gibt, von deren genutzt werden, oder ist denen mal salopp formuliert egal, welche Materialien die Lehrenden verwenden? Gibt es da irgendwas drüber? Ich habe gerade keine Studien zur Hand, aber meine 10-jährige Erfahrung in der Lehre mit Studierenden würde ich auch eher zu der saloppen Formulierung neigen, also dass das okay, nicht so auf dem Schirm ist. Also da stimme ich meinem Kollegen da schon zu. Wobei, über die Beschäftigung mit Urheberrecht sehen Studierende tatsächlich, wie sie an Materialien nicht mehr kommen. Also es gibt jetzt ja Neuregelungen, aber wenn ich die dann außen vor lasse, war es halt so, ich konnte nicht unbedingt immer alles eigentlich nach Urheberrechtsregelung so in dem Maße zur Verfügung stellen, wie ich es wollte. Das hat auf Lehrendenseite in kleinem Maße schon dazu geführt, und wir haben das ja vorhin bei Sutapi auch gesehen, dass es da abgebildet ist über diese, nach welcher Lizenz das ist oder nach welchen Urheberrechtsparagraphen, dass die Tendenz dahin geht,
einfach dann freie Materialien zu benutzen, weil ich als Lehrende auf der sicheren Seite bin und einfach den Studierenden da auch deutlich freier, umfassende Materialien zur Verfügung geben kann. Und die Tendenz geht, glaube ich, auch weg von, ich suche mir die Sachen in der Bücherei, als dass ich das wirklich im Netz mir suche. Und da ist ja häufig, da landet man auch schnell bei Open Access, das so abzutrennen. Genau. Also ich glaube, da. Ja. Ja, noch die zweite Frage: Wie stark wird die Barrierefreiheit von Dokumenten in OER-Materialien berücksichtigt? Das obliegt ja jedem Einzelnen, ob er drauf guckt oder nicht guckt. Gibt es irgendwie so eine Checkliste, eine Art Muster-OER, nach der man sich so richten könnte? Wo dann sowas meinetwegen auch ein Punkt wäre? Kleiner Leitfaden zur Erstellung. Im Content-Buffet der Leitfäden, Christina. Also ich weiß, dass es ein paar technische, also es gibt in manchen Kontexten, wird gesagt, es gibt verschiedene Dateiformate, die nicht frei sind, weil ich da dann selber nicht so viel mitmachen kann. Also wenn Sie jetzt irgendwie alles in frei lizenzierten Software natürlich auch nutzen und jetzt nicht in Word oder PowerPoint etc. oder anderen durch einen Hersteller sozusagen irgendwie nochmal gesichertes oder vereinnahmte Software. Das wird da eigentlich schon betont. Da gibt es auch teilweise so Hinweise, welche, also oder Beispiele. Das ist keine Liste irgendwie. Aber barrierefrei geht ja nochmal weiter. Das weiß ich ehrlich gesagt Genau, nicht, also ob das irgendwie in ich würde auch noch mal Checklisten dazu raten, sich wirklich umfassend im okay. Content-Buffet umzugucken. Also da gibt es wirklich eine Menge Materialien wirklich zu verschiedenen Aspekten, weil sich die Projekte ja wirklich auch verschiedenen Dimensionen und Aspekten des Ganzen gewidmet haben und natürlich auch die technischen Geschichten und eben auch was die Formate und sowas angeht. Also da ist sicherlich was zu finden. Also man muss sich vielleicht erst ein bisschen einfinden in dieses Content-Buffet, aber ich bin mir sicher, da findet man was dazu. Und Leitfäden gibt es Ja. zur Erstellung und Verwendung wirklich einige. Also da wird sicherlich auch das mit berücksichtigt sein. Ja, wir haben was bekommen hier, einen Link von jemandem, und zwar ein schönes Poster, auch von der Hamburgischen Open Universität mit 10 Punkten zur Erstellung von OER. Das könnte ja auch viel Gutes, also gut weiterhelfen. Ich muss jetzt, glaube ich, stoppen an dieser Stelle. Ich danke Ihnen beiden sehr und auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Beteiligung, für das Lauschen, das Zuhören, das Aufmerksam und Mitmachen.